So, willkommen zu meinem Labervideo. Los geht's! Oh, hallo, Samik ist wieder am Start. Ich habe es auf Instagram halt Labervideo genannt. Weil ja, ich laber jetzt einfach mal drauf los und bestimmt sind einige neugierig. Ich verlinke euch mal das Video, warum ich aus dem Elsass wieder wegziehen wollte oder weggezogen bin. Für die, die es interessiert, könnt ihr da gerne reinschauen. Aber wieder erst am Ende vom Video. So. Ja, Silbermond. Also, ich zäume das Pferd von hinten auf. Es hat angefangen damit, dass im Elsass der Öltank leer war. Jetzt werdet ihr sagen, hey, dann füll halt nochmal auf. Ja, super. Ich habe aber definitiv, meine Entscheidung war, ich werde keinen Cent mehr ins Elsass stecken, in das Haus und überhaupt. Ich habe so viel Kohle da reingesteckt, jetzt ist finito. Klar, und was habe ich? Ich habe das einzige Ding, wo ich gehabt habe, ist der Kamin im Wohnzimmer gewesen. Gott sei Dank hat mein Vater mir ein ganzer Sprinter voll Holz gebracht. Und da habe ich mal angefangen. Aber Leute, und es war ja noch zu der Zeit, wo es arschekalt war. Also es war wirklich brutal. Ich bin als Kokt, ich sage, ich bin ja gekommen vom Schaffen oder bin mal mit der Hunde gelaufen oder vom Einkaufen gekommen und bin in ein kaltes Haus gekommen. Also das war nicht mehr schön. Dann habe ich einen Heizerler von meinem Vater geliehen bekommen. Den konnte ich dann über so 2-3 Stunden, bevor ich ins Schlafen gegangen bin, ins Schlafzimmer gestellt und habe den rennen lassen. Da war einigermaßen warm. Jo, aber wenn ich halt 20 Mal die Tür aufgemacht habe, war natürlich gleich wieder kalt. Also es war nicht mehr schön. Dann habe ich im Keller, ich habe ja Grundwasser im Elsass. Das heißt, ich habe keine städtische Leitung, ich habe Grundwasser. Ich habe vom Grundwasser gelebt. Das heißt, klar, natürlich Vorteil, du hast kein Wasser zahlen müssen, okay. Aber ich hatte eine neue Pumpe installieren lassen. Und die Pumpe hat das Wasser vom Grund hochgepumpt, wenn es nötig war. Dusche, Waschmaschinen, egal. Und hat es dann in einen Behälter reingepumpt. Und wenn der leer war, logisch, ist der natürlich angesprungen. Ne? Mit so einem Anzeigerle. Und hätte es mir dann natürlich dann durch die Leitungen nach oben ins Haus gepumpt. Ja, das Ding war natürlich veraltet. Und plötzlich denke ich, warum ist es plötzlich aus? Warum kommt kein Wasser mehr? Ich konnte immer den Wassernapf auffüllen von den Tieren. So. Kinders, ich dann in den Keller, ja, und dann gibt es ja so einen Ausschaltknopf, ja, den Ausschaltknopf da wieder gedrückt, ja, dann hat es halt wieder gepumpt, 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 gepumpt. Also am Ende war es dann so, ich habe einen elsischen Elektriker angerufen, der hat sich das angeschaut, hat Bilder gemacht, hat gesagt, ja, die Ersatzteile musst du bestellen. Er meldet sich und er sagt, sie sehen ja, wie dringend das ist, bla bla bla, ja, klar, macht er. So. An einem Tag war gar kein Wasser mehr da, da war die Pumpe total kaputt, also dieses Teilchen da an diesem Behälter. Ich habe Gott sei Dank damals noch 3 Wassernäpfe aufgefüllt für die Hunde zum Trinken und für meine Zwergkaninchen hatte ich einen Plastikbehälter, den ich auch Gott sei Dank noch mit Wasser auffülle, weil also an dem Tag hatte ich noch Wasser übrig. Für mich natürlich zum Duschen oder dass ich sage, ich mache mir eine Suppe, ich brauche Wasser. Absolutes No-Go, ich habe keine Chance gehabt. Klar, ich habe noch was zu essen gehabt, aber mit Wasser konnte ich nichts mehr machen. Dusche war auch vorbei. Zähneputze habe ich am nächsten Morgen dann im Geschäft gemacht. Also, da könnt ihr euch vorstellen, wie ich ins Geschäft gefahren bin. Also, ich glaube, ich habe mal richtig schön gestunken. Ja, also das sind noch so einige Beispiele. Nur kurz nochmal zu einem elsässischen Handwerker. Nach 5 Wochen habe ich das Ding wieder abgesagt. Ich habe dem 5 Wochen hinterher telefoniert. Ich habe dem 5 Wochen WhatsApps geschrieben. Ja, und die Elsasser sind halt solche Menschen, also nichts gegen Elsasser, kein Thema, alles liebe Leute, nur die haben die Mentalität so nach dem Motto, komme ich heute nicht, komme ich morgen, oh ja, das wird schon und ich melde mich dann mal, wenn was da ist, wenn Ersatz halt eher was, nichts. Ne, jetzt sie, ich will von ihnen nichts mehr hören, nichts mehr sehen und wehe, sie schreiben mir eine Rechnung für das, dass sie da an dem Tag da war und 2 Bildchen geschossen habe, aber, sie, aber keinen Cent kriege sie. Ja, von dem habe ich jetzt auch nie wieder was gehört. Also das Ding ist auch defekt. Dann habe ich, das habe ich auch hier in diesem Haus gehabt. Und zwar, viele kennen das mit Sicherheit, im Keller gibt es einen, wie so eine Art Schacht, so ein kleiner, da steht Wasser drin. Und da ist eine Pumpe drin und mit einem Schwimmer. Das ist gegen Überschwemmung gedacht, dass dann die Pumpe, der Schwimmer das anzeigt und die Pumpe anspringt und das Ding dann wieder leer pumpt. Und dafür da, dass wenn du Wasche tust, Dusche tust, auf jeden Fall mit Wasser hier Ding, dass wenn das dann, statt überzulaufen, springt es dann an und dann springt die Pumpe an und pumpt dir das Wasser nach oben und dann eben hier wie in Deutschland in die Kanalisation oder wie bei mir im Elsass, da habe ich unterm Grundstück eine Riesengrube, wo halt alles da reinläuft. Leute, viele finden das jetzt eklig, es gibt es aber
mit Sicherheit sehr oft noch hier auch in Deutschland. Und den sieht man ja nicht. Und das muss ich halt einmal im Jahr Minimum abpumpen lassen. Ja, eklige Geschichte, aber so ist es halt. Und die Pumpe ist mir jetzt auch noch kaputt gegangen. So. Das heißt, auf Deutsch, jetzt ruft mich jemand an. So, ja, und auf jeden Fall die Pumpe auch noch im Eimer. Das heißt, ich konnte keine Waschmaschine mehr anschmeißen, ohne dass was unten im Keller überschwemmt. Nicht mehr die Spülmaschine anschmeiße und dusche auch vorher, die paar Wochen vorher, weil es ja immer unten abgeschnappelt ist. Da könnt ihr euch jetzt vorstellen, ich hoffe, ihr macht doch kein Bild davon, dass ich maximal 2 Minuten Zeit hatte, mich komplett zu duschen. Und glaubt mir, 2 Minuten sind schnell um. Und das Wasser muss ja erstmal heiß werden. Ne? Also da könnt ihr euch vorstellen, wie es da gelaufen ist, wochenlang. Ne? Arschkalte Wohnung oder Haus. Es war ein Graus. Es war ein absoluter Graus. Das war nicht mehr schön. Das war kein Leben mehr, Leute. Das war kein Leben mehr. Nee. Nee, nee. Also auf jeden Fall hin und her, hü und hot, hü und hot. Und irgendwann war ich bei meinem Vater. Meine Schwester sagt, war auch zufällig da. Und er hat gesagt, sag mal, oh, jetzt muss ich wieder ins Elsass. Bei Vater, bei dir habe ich mich jetzt aufwärmen können. Jetzt muss ich ins Elsass, ins eiskalte Haus und erstmal den Kamin dran anschmeißen. Und da ja alles offen ist, da ist ja keine Tür zur Küche oder irgendwie was. Und die Hühnerleiter hoch, dann war ja auch, wie gesagt, die Wärme steigt ja nach oben. Der Kamin konnte gar nicht so viel bollern und so viel heizen, dass mal ein bisschen einigermaßen eine Wärme da war. Ich bin geguckt, ich habe meine Hunde, Bella und die zwei Knödels, die haben ja kurzes Fell. Odin war der Einzige, dem das nichts ausgemacht hat. Wir sind geguckt, in Decke gekühlt mit der dicksten Klamotte und in die Hunde in Decke gekühlt, dass mir ein bisschen warm hatte. Das war. Ich habe dauerhaft kalte Füße, eiskalte Hände und eine kalte Nase gehabt. Dauerhaft. Das war. Egal, was ich gemacht habe, es war zeitweise sogar draußen wärmer als im Haus. Also Leute, ihr könnt es euch das nicht vorstellen. Gut, eben noch einmal, ihr werdet jetzt bestimmt viele denken und sagen, oder vielleicht sogar an die Kommis schreiben, bist du blöd, dann hättest du halt nochmal 1.000er investiert. Ja, für 1.000er, dann rechnet euch mal aus, wie viel Liter Öl, weil das Öl ist teurer als in Deutschland. Jetzt inzwischen vielleicht nicht mehr, aber da war es teurer. Das Öl ist teurer in Frankreich als in Deutschland. Und mit 1.000er kommst du nicht weit. Da kommst du nicht weit. Da fährt wahrscheinlich nicht einmal ein LKW zu dir. Also auf jeden Fall kurzum, das ist der erste Knackpunkt gewesen. Und dann hat meine Schwester an dem Tag gesagt, bist du eigentlich blöd? Warum fahrst du jetzt nochmal darüber? Du hast hier alles. Du hast hier dein altes Bett noch stehen. Du hast hier Ding, nimm der Laptop mit drüber oder Ding, du hast hier ja eigentlich alles. Die Hamster kannst du 2, maximal 3 Tage allein lassen. Meine Zwergkaninchen, denen habe ich Futter reingeschmissen ohne Ende. Dass die über Nacht, dann den halben Tag und noch einmal nach dem Arbeiten, dann bin ich ja direkt dann wieder ins Elsass, hab die dann noch einmal gefüttert gehabt, bin heimgefahren, ich hab meine beiden Knödels dabei gehabt an dem Tag, hab die zwei Hunde geholt, hab meine anderen Tiere komplett versorgt und bin hierher. Leute, es war ein Paradies hier. Ich hab Dusche können, ohne Angst zu haben, dass Wasser ausgeht. Ich hab einen warmen Arsch gehabt. Es war logisch, die Wohnung war hier ausgekühlt, klar. Die Gastherme bodeln lassen bis zur Vergasung. Ich bin hier gesessen und ich so, es ist warm. Leute, man schätzt es dann wieder, wenn man einen warmen Arsch hat und duschen kann. Vor allen Dingen auch morgens, wenn ich morgens im Elsass aufgestanden bin. Ich habe im Affenzahn meine Zähne geputzt. Wasser, deshalb war meine Haut am Schluss. Ich sage, ich habe keine Zeit mehr gehabt, irgendwie meine Haut mal zu pflegen oder irgendwas. Ich habe Hauptsache, dass ich mich waschen konnte, die Hände wasche und dann war es. Es war manchmal so, dass sogar über Nacht der Boiler unten, wie gesagt, auf Deutsch, ich nenne es halt einfach mal Boiler, ausgeschaltet hat. Und ich wusste aber, ich habe ihn abends noch angeschaltet, wenn du nachts um 11 mal ins Bett musst und musst dann auch in den Keller rennen, den Scheißdreck an. Und dann, der ist ja nicht nur, den drückst du ja nicht mehr drauf und der Druck geht wieder hoch. Wenn der Wasser nach, allein nur, wenn du einmal Pinkel warst und Kloschüsselspülung, allein das war so, Brüller. Wenn du Pech gehabt hast, hast du dein Geschäft gemacht. Das ist, Leute, es ist so. Und was ist passiert? Und wollt spülen? Ja, da war kein Wasser im Spülkasten. Dann hättest du runterlaufen müssen und hättest erst mal drücken müssen. Ja, dann macht's wüt, 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 dütück. Dann ist wieder aus. Dann hast du paar Sekunden warten müssen, bis das schwarze Knopf wieder drückt. Wenn du Pech gehabt hast, hast du nochmal warten müssen. Dann ging's wüt, dütück. Wieder hocken. Und das bis zu 7 Mal am Tag. Bis zu 7 Mal am Tag. Leute, es war zum Kotzen. Am Schluss hast du nicht mehr Wäsche können, am Schluss hast du dein Zeug von Hand spülen müssen. Es war. Ne?
Wenn du nur den Putzeimer hast füllen müssen, füllen wollen mit so viel Wasser. Und das ist nicht viel, Leute. Also, ne, wer putzt von euch, der wird es wissen. Keine Chance. So viel und dann hast du in den Keller rennen müssen, hast erst wieder warten müssen, ein bisschen, bis sich mein kleiner Stinker erholt hat. Dann hast du draufdrücken können. Und dann ging es weiter. Und dann konnte ich einmal spülen, Klospülung, ne? Und dann düm, nach der Klospülung war wieder rum. Dann hast du wieder in den Keller rennen müssen. Und immer wenn ich meine Waschmaschine angeschmissen habe, auf Start gedrückt, die hat so oft auf Error gemacht, so oft getillt, weil ich es am Anfang gar nicht gecheckt habe. Sobald ich auf Start gedrückt bin, ich in den Keller gerannt, dann hat sie Wasser gezogen für die Waschmaschine, aber nicht komplett Wasser. Irgendwann ist es ausgegangen und je mehr Wasser gezogen hat, desto länger war die dann aus. Also es war ein Graus. Und aus diesem Grund, aus den Gründen bin ich früher hierher. Und dann habe ich innerhalb einer Woche hier so weit klar Schiff gemacht, dass ich hier auf meinem alten kaputtigen Sofa wieder sitzen konnte. Ich habe hier dann die Waschmaschine noch drüben im Elsass. Habe ja nicht waschen können. Dann habe ich ein Eck gemacht mit meinem Vater. Wir haben die Waschmaschine und den Trockner herübergeschleift. Leute, es war so schön, nach 3 Tagen hier zu sein und dann mein Trockner, meine Waschmaschine. Und die rennt und rennt. Und ich habe ja eine neue Waschmaschine. Die alte ist ja kaputt gegangen. Die steht noch drüben im Elsass. Leute, Aktion, ich sag's euch. So. Was meine Tiere angeht, ich habe hier nicht mehr großartig Platz. Was mache ich mit meinen Zwergkaninchen? Hani, Nani, wisst ihr ja, habe ich reinholen müssen, weil die Nani nicht für draußen gemacht war. Die hat ein tränendes Auge gehabt, war auch die Rang niedrigste, war nie in die Gruppe richtig integriert. Ich habe sie hier reingesetzt. Ich habe hier keinen Platz, um 8 Zwergkaninchen reinzusetzen. Das war schon eng mit 4 damals, hinter bei mir im Schlafzimmer. Das mache ich nicht mehr. Meine tolle Mieterin ist gerade weg. Story. Ich habe hier eine kleine Pergola und habe schöne Rattanmöbel gehabt. Die habe ich in meinen Hof jetzt gestellt, habe eine riesen LKW-Plane von meinem Vater geliehen bekommen und habe die jetzt zugedeckt im Hof stehen. Und da habe ich jetzt meine 6 Zwergkaninchen, Bam Bam, Karamell, Ninchen, Kali, Wusel und Chini drin. Und habe dieses Welpengehege außer rumgestellt. Ich glaube, in Instagram. Habt das jetzt öfters mal gesehen, die mir auf Instagram folgen. Übrigens ist alles verlinkt in der Infobox, wer mir da folgen will. Sind noch andere Kanäle und andere Sachen verlinkt, könnt ihr gerne mal. Übrigens, TikTok habe ich jetzt auch wieder. So, Alter. Werbung abgeschaltet, jetzt gehen wir weiter. So, die sitze da. Wunderbar, alles gut. Auch mein Möbel stehen im Hof. So, ja, und Hani Nani. Ich konnte die nicht mit rausmachen. Da muss, erstens mal war es ja kalt. Die kann ich ja nicht, du darfst kein Tier, kein Has von drinnen, sorry, Zwergkaninchen von drinnen nach draußen machen, wenn es im Winter ist. Geht nicht, die wären dir krank, die sterben dir weg, im schlimmsten Fall. Was mache ich jetzt? Ich habe rumtelefoniert mit meinen privaten Leuten. Ich hab ein ganz tolles Plätzchen gefunden für die zwei. Die sind jetzt in der Wohnung noch bei jemand. Ganz tolles Plätzchen gefunden von einer ganz liebe Freundin, der ihre Freundin, also es war jetzt ein bisschen um 10 Ecke rum. Und die hat ein großes, schönes Außengehege und da kommen sie jetzt im Frühjahr rein. Also ich bin so froh gewesen, dass ich die zwei auf Deutsch sagt, ja, wie man so schön sagt, losbekommen habe. Aber ich habe hier 75 Quadratmeter und ich habe hier keinen Platz für die. Ich hätte die nirgends hinmachen können. Aktion war ja sowieso, nach dem 3. Tag habe ich ja das erste, was ich gemacht habe, die Katze eingefangen. Die habe ich über Nacht draußen gehabt. Habe aber noch 2 Futterschälen und 2 Wasserschälen. Stimmt, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Die haben das super überlebt. Die waren schon öfters im Elsass über Nacht draußen. Alles wunderbar, dann habe ich die eingefangen. Aber fragt nicht. Das erste war Silbermoon. Die lässt sich ja nicht hochheben. Das war Aktion. Und dann ist die in den Transport gestockt. Und dann kam Lilifee. Und ganz verwundert. Und normalerweise kann ich die Liffe immer in den Arm nehmen. Und die war natürlich, was ist da los? Warum maunzt die Silbermunze? Bis ich die in dem Ding hatte. Ach, und den 2 Transportkisten. Dann ab ins Auto und rüber wieder nach Deutschland. Dann habe ich die erstmal ein paar Tage, weil die Liffe immer noch läufig war, läufig, sorry, rollig war, bis vor ein paar Tage, habe ich die hier in der Wohnung gelassen. Ich konnte nicht einen Tag die Terrassentür offen lassen. Wisst ihr, wie das ist, wenn du nicht einmal ein Fenster zum Lüften aufmachen kannst? Nur auf Kipp? Und das jetzt, ja, knapp 2 Wochen. Hört mir auf.
Einen Tag später habe ich die 6 Zwergkaninchen vom Außengehege. Das ging erstaunlich gut in 3 Transportbuchse und auch in der Kofferraum. Dann habe ich alle Tiere drüber gehabt, außer meine Hamster und meine Mäuse. So, und jetzt kommt das nächste Problem. Ich kann keine 3 Hamster und Mäuse dahinter reinmachen. Ich hatte früher meine Hamster hier, Pebbles, auf dem Esszimmertisch und da Mrs. Stringer hier auf dem Sideboard, wo eigentlich mein Fernseher hinkommt. Und jetzt wäre viele wahrscheinlich mich verfluchen, vielleicht kriege ich sogar Diabos, das ist mir aber ganz egal, ich erkläre euch jetzt. Ich habe den Konrad abgegeben und den neuen, wo ich damals mal kurz im Video da weise, der Goldhamster. Ich habe keinen Platz für die gehabt. Es ist ein Platzmangel. Ich hätte die stapeln müssen. Und ich möchte jetzt mal einen Esszimmertisch haben, wo ich mal zu meiner Familie spontan sagen kann, komm am Sonntag zum Kaffee in Kura. Und auch im Winter. Ich hätte nie jemanden einladen können. Es war hier ein Gehege, es war hier ein Gehege. Es wäre nicht gegangen. Und meine Mäuse habe ich auch abgegeben. Alle tolle Plätze. Ich habe ja den Konrad, der war ja aus der Tiernothilfe in Kassel. Das habe ich ja ein Riesenvideo gemacht. Habe ich euch das erklärt? Ich habe mit denen, ich muss ja laut Vertrag, muss ich mit denen telefonieren. Ich habe mit der per WhatsApp gesprochen, ganz liebe. Na, ich sage, du, ich kann ihn nicht mehr halten. Ich sag, sie sind voll. Sie weiß nicht, keine Dinge. Ich sag, so, ich kenne jemanden, der den nimmt, auf jeden Fall. Ich gebe dem, wie gesagt, der hat auch ein Riesengehege, also kein Gitterding, gar kein Thema. Wenn das okay ist für dich, ich gebe dir Brief und Siegel, die kriegt es super schönes Zuhause. Ha, ja, hat sie gesagt, ist gar kein Thema. Und die haben alle ein tolles Zuhause bekommen. Auch die Mäuse. So, jetzt könnt ihr von mir denken, was ihr wollt. Ich habe keine andere Möglichkeit gehabt. Und trotzdem sind neue Tiere hier eingezogen. Jetzt werdet ihr sagen, warum hast du dann den Hamster weggegeben? Und ich habe für das Laola-Gehege, selbst das Konrad-Laola-Gehege, hätte ich auseinandergemacht und hätte dann nur noch das 1 genommen mit 1,20. Ich habe mir das Zimmer hinter, wo früher meine Mäuse und Mrs. Stringer, Quatsch, da Fridolin drin waren. Das Zimmer hat gerade mal 7 Quadratmeter, maximal 8. Da habe ich meine Regale drin stehen, wo meine DVDs und Bücher. Ich habe hier keinen Platz, die woanders unterzubringen. Ich habe keinen Platz, 3 Hamster und meine Mäuse mit denen 2 Marrakesch-Gehege. Das wäre nicht gegangen. Es wäre unmöglich gewesen. Und in meinem Schlafzimmer will ich keine Tiere mehr haben. Das will ich nicht mehr. Ich habe den Mr. Stringer behalten, das habt ihr gesehen. Und auf Instagram habe ich gepostet ein Gehege mit Gitter. Und ich habe mich entschieden, wieder Mäuse zu holen. Dieses Gehege, stopp, bevor ihr jetzt aufschreit. Warum hast du dann eine alte weggegeben? Das ist schon Ewigkeiten her. Ich habe mich entschieden, ich habe 2 weiße Mäuse jetzt. Ich habe es auf Instagram gesagt, wer mir eine Kritik schreiben will oder Fragen stelle, alles kein Thema. Aber der, wo mich noch nicht kennt, möchte ich es gerne nochmal wiederholen. Auf einem hohen Level. Wenn ich irgendeine Kritik oder ein dummer Spruch, ihr fliegt sofort hier raus, dann könnt ihr gleich deabonnieren, falls ihr abonniert habt. Das interessiert mich nicht. Dann habe ich gleich ein paar Abos wieder weniger. Juckt mich nicht, Leute. Ich will eine normale Kritik hören, könnt ihr gern schreiben, aber dann hört das Video erst zu Ende. Ich habe diese Mäuse und auch die 2 anderen Hamster schon vor längerer Zeit abgegeben und hatte nur den Mr. Stringer und habe mich aber jetzt wieder für Mäuse entschieden und habe mir 2 Weiße geholt. Privat, nichts Zuhandlung, privat. Und dafür ist der Gitterkäfig. Der Gitterkäfig hat eine Innenmaße von 1,15 Meter auf 55 auf ungefähr 57 Höhe. Also die haben einen riesen Platz. So. Und ich habe mir nochmal ein Laola-Gehege bestellt. Jetzt werdet ihr sagen, wirst du hast doch. Ja, aber die sind alle 1,20. Und wenn man reinkommt auf der linken Seite, ist nur Platz für 1 Meter. Und ich habe mir 1 Meter auf 50 auf 50 bestellt. Das ist schon da. Das kann ich jetzt sagen. Eigentlich soll das eine Überraschung werden. Ich werde mir nochmal einen zum Garen holen. Das ist nämlich für 1 Meter, 50 auf 50 sind die Mindestmaße, das geht. Ein Goldhamster, hätte ich nämlich einen meiner Goldhamster, wenn der Konrad oder der neue, wahrscheinlich der neue behalte und hätte ihn da reingesetzt. Aber 1 Meter ist zu klein. Bei Goldhamster 1,20 Meter. Jetzt wäre ihr vielleicht sagen, ha, dann steckt dort der Mr. Stringer in ein 1-Meter-Gehege und in 1,20, wo der Mr. Stringer jetzt drin ist, steckst du dann den Goldhamster, hättest den Goldhamster dran. Das habe ich mir jetzt aber erst vor 3 Tagen, 3, 4 Tagen erst überlegt, dass ich mir nochmal einen Zungare hole. Weil ich werde mir, ja, jetzt werdet ihr sagen, das habe ich schon so oft gesagt,
Stimmt, aber definitiv keine Goldhamster mehr holen. Nur noch Zwerghamster. Also sogar Hybride. Weil ich sehe es am Mr. Stringer, der ist sowas von zahm geworden und sind auch mal früher wach. Ich habe es beim Fridolin gesehen, der Konrad habe ich eigentlich nie gesehen. Den anderen, okay, der war öfters mal wach, der wurde jetzt auch neugierig zum Ende. Aber ich habe jetzt schöne Plätze. Ich wollte mir eigentlich jetzt nichts mehr holen. Aber ich habe gedacht, ich habe Platz für das Gitterding, dieses neue Käfig, den habe ich mir auch bestellt gehabt. Habe jetzt mir einen großer geholt, weil ich habe halt einfach auch bei dem Marrakesch-Gehege einfach das Gefühl gehabt, nach 3 Tagen, trotz frisch eingestreut, hat es schon gerochen. Gut, Mäuse riechen, okay. Aber dieses gestanzte, diese Löcher, diese Luftlöcher vom Marrakesch-Gehege hinten und am Deckel, finde ich halt einfach dieses gestanzte, sowas von dünn. Selbst bei Mäuse, wenn man frisch einstreut, nach 3 Tagen riecht es schon extrem. Und ich mache hab immer dann weg, Köttel weg und Pipistelle weg. Mach. Leute, das hätte mir zu arg gerochen. Die Marrakesch-Gehege werde ich auch nicht verkaufen, die fliege jetzt in Mülleimer, weg auf der Müll. Weil ich hab's jetzt ab, ich schleppe die nicht hierher und setze sie dann nochmal in eBay. Fertig jetzt. Ich mache jetzt Radikalschnitt. Ich habe mir deshalb auch das Gittergehege, weil Mäuse klettern gern, die können die Höhe abschätzen. Schön eingerichtet, kommt auch ein extra Video mal dazu demnächst. Wer, wie gesagt, das früher interessiert, kann gern mal. Ne, ich habe es in Story, das ist ja schon wieder weg. Sorry, ich habe es in der Story mal gemacht. Aber ich komme der Video auf jeden Fall. Also kurzum, ihr könnt gern Kritik reinschreiben, gar kein Thema, aber bitte auf einem Niveau. Wenn das nicht der Fall ist, fliegt ihr, werdet sofort gelöscht und ihr werdet sofort rausfliegen. Punkt, fertig, aus. Egal, wer das ist. Wer das nicht akzeptiert, kann sich jetzt der Battle packen und kann sich verpissen. So bin ich. Wer das nicht akzeptiert, ich akzeptiere eure Meinung auf einem normal hohen Niveau, normalen Niveau, nicht unterste Schublade. Und wenn das nicht funktioniert, wenn ihr meine Meinung und meine Einstellung, wenn ihr sagt, Ding, jetzt nur mal weniger Platz hast, da hätte man eine Lösung finden können und die 2 Hamster die Mäuse mitnehmen können. Tja. Und ich habe überlegt und wochenlang rum überlegt, überlegt, überlegt und gemacht und getan und überlegt. Ich habe mit der Sakushi viel über WhatsApp gesprochen. Also Sakushi, ich weiß nicht, ich kann die Hamster, wo soll ich sie hinstellen? Ich habe keinen Platz. Und ich möchte hier keine Hamster mehr im Wohn-Ess-Bereich. Ich will das nicht mehr. Und das ist meine Einstellung, meine Meinung. Und wer die nicht akzeptiert, tschüss. Fertig. Also auf jeden Fall kurzum, Leute. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis. Ich habe halt Mäuse mag ich und die sind süß, die 2 Kleinen, sind ganz goldig, die 2. Und auch schon sehr neugierig. Und die haben jetzt, wie gesagt, 1,15 auf 55, auf 57, 58 cm Höhe. Habt ihr nicht das toll eingerichtet und auf die linke Seite kommt dann eben das kleine Laola, 1 Meter auf 50 auf 50. Der Zungare, der Hybrid, sieht so aus, eigentlich wie der Mr. Stringer, auch wieder ein Männle, weil ich möchte kein Weibel. Pebbles schön und gut, aber Männle sind cool. Und ja, Name verrate ich euch natürlich auch. Ich habe nämlich vor, was ganz Tolles zu machen mit dem Laola. Entweder mit dem oder mit dem Mr. Stringer. Ich guck mal. Also, jeden Fall, ich habe Pakete genug, alles ist da. Es ist schon alles da. Ich hole den jetzt auch diese Woche ab. Und übrigens, den Zungara habe ich wieder von meiner Zoohandlung. Wer das nicht weiß, diese Zoohandlung hat nur private Züchter hier in der Gegend. Der weiteste ist, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe es mir gesagt, ich glaube 20 Kilometer entfernt. Maximal. Also es ist hier private Zucht, keine Massentierhaltung. Das weiß ich aus sicherer Quelle 1000%ig. Also, das ist jetzt mal der Stand der Dinge bei mir. Aus den Gründen bin ich aus dem Elsass schneller weg als gedacht. Einen Punkt noch, ich werde, so wie es aussieht, mit 95% Sicherheit bis in einem Jahr, ich denke maximal, definitiv, wahrscheinlich, wenn ich Glück habe, schon früher, nicht 75 Quadratmeter habe, sondern 140. Und dann habe ich Platz. Was genau das ist und Ding, das erzähle ich euch in einem anderen Video. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr wart bis zum Ende dabei und schreibt mir mal in die Kommis, was ihr jetzt über meine Entscheidungen denkt oder ob ihr es richtig findet oder ob ihr vielleicht an. Leute, wirklich, ich habe mir den Kopf zerbrochen. Ich habe mir echt den Kopf zerbrochen. Auch Hani Nani, ich kann es nicht vielleicht doch.
Eigentlich wollte ich nur noch Ninchen und Kali mitnehmen, sage ich euch offen ehrlich. Nur Ninchen und Kali. Und ich habe mich jetzt entschieden, die Pergola herzugeben, so lange, bis ich im Garten was vergrößert habe. Und dann habe ich mehr Platz und dann kann ich die Pergola wieder, woran, wie gesagt, wieder füllen mit meinem Möbel. Also ihr seht, ich lasse sogar Platz für meine Zwergkaninchen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die irgendwo reinpferche, sondern ich schiebe meine Möbel auf den Hof. Das sieht für Leute, die da durchlaufen, aus wie Hölle, aber das ist mir egal. Für meine Zwergkaninchen habe ich das gemacht. Also ihr seht, ich gucke auch drauf und ich habe noch einmal, ich kann es euch und ich denke mal, ihr glaubt mir das auch, wirklich bestätigen. Die Tiere, die ich jetzt abgegeben habe, haben alle ein absolut geiles Zuhause gefunden. Artgerechtes Zuhause. Und Leute, die auch Ahnung haben, wie jetzt der Konrad, der ja wirklich sehr, sehr scheu ist und Ding. Und eine ganz, das ist sogar so alt wie die Melixen, 14 Jahre oder was ist das Mädel? Eine ganz liebe und die war so begeistert von dem Tier und er ist schon wirklich ein Knuffi. Und sie hat gesagt, sie guckt, das ist ein bisschen ein Ding. Er ist halt ein Scheuerkerl, so wie der Fridolin. So ist er halt. So sind halt auch Goldhamster. Die sind halt nicht so quirlig und Ding wie zum Gar. Und man merkt das wirklich den Unterschied. Ja, also es sind alle Tiere schönes Zuhause bekommen. Und ich habe jetzt dann am Ende zwei Hamster, zwei Mäuse, zwei Katzen, sechs Zwergkaninchen und vier Hunde. Vielleicht kommt noch was dazu. Man weiß. Also auf jeden Fall, das war's von meinem Labervideo und ich hoffe, ihr wart bis zum Ende dabei und habt ein bisschen Verständnis. Nur so ein kleines bisschen. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr meiner Meinung sagt, seid dann liked es gern das Video und noch einmal Kritik sehr gerne, aber bleibt auf einem normalen Niveau. Ich bitte euch. Ich danke fürs Zusehen, eure Sami. Bleibt mir gesund. Bis dann. Tschüss.